Hallihallo liebe Freunde da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Super Mario Bros. X. Ja, ich weiß, es ist auch schon wieder ewig her, seit wir hier die letzte Folge hatten. Aber ganz ehrlich Leute, ich hatte mit diesem Level, wo ich gerade so raufstehe, ungleiche Probleme gehabt. Oh ja, das könnt ihr mir glauben. Also, es war so, auf meinem alten Rechner, wo ich das noch drauf hatte, da war das so gewesen, ich weiß nicht warum, auf jeden Fall ruckelte dieses Level wie Sau. Ja, das konntest du nicht angucken. Und ich wollte das dementsprechend auch nicht antun. Also wirklich Leute, das war wirklich wie so ein Baumkino, ja. Nur, dass du die Blätter einzeln umlegst, ja. Also umschlägst. Und ungefähr so sah das ungefähr aus, ja. Und es sah ziemlich dämlich aus, dementsprechend, und so als hätte das Spiel einen epileptischen Anfall. Also so, das war jetzt nicht so witzig, darum habe ich das alles auf meinen neuen Rechner raufgezogen. Aber muss das auch noch hier alles nachspielen extra, denn irgendwie konnte ich das Savegame nicht hier rübersetzen. Warum auch immer, ja. Ich habe da dementsprechend auch eine andere Anzahl von Münzen und Leben, aber das soll jetzt völlig Wumms sein, denn wir gucken uns nur das Spiel an und nicht irgendwie Leben oder Münzen oder sonst irgendwas. Das ist ja nicht wirklich relevant. Ja, ich würde mal sagen, ich habe jetzt auch genug gelabert und wir starten dann nochmal das Level. Oh yeah, das wird cool, das wird super cool. Und ich merke gerade, auf meinem neuen Rechner lädt das Level auch deutlich schneller und es geht deutlich flüssiger als sonst. Vielleicht sollte ich jetzt in Zukunft immer hier drauf spielen. Das wäre cool. Das wäre obercool. So, was auch noch ziemlich cool ist, ist, was ich noch zu diesem Level hier erzählen kann. Und zwar, ich hatte ja ursprünglich hier nicht das Super Mario 64 Main Theme drin gehabt. Nein, ich hatte hier ursprünglich... Moment, der nervt. So. Okay, das war ein Skillshot. Okay, ich hatte hier ursprünglich das Mega Man 5 Proto Man Stage Musik, irgendwas. Ich hatte hier die Musik von der Proto Man Stage von Mega Man 5 drin, so. Dankeschön, das wollte ich gerade sagen. Und nun ja. Ich hatte allerdings ja auch schon mal den Fall gehabt, wo ich das schon mal vorher verwendet hatte, die Musik. Und nun war das Problem, ich konnte das ja, ich durfte die Musik irgendwie nicht verwenden. Ich hatte das ja damals schon irgendwie, das hieß das Ende der Schienen oder so ähnlich, hatte ich das Level genannt. Auf jeden Fall hatte ich das da drin schon mal gehabt und irgendwie durfte ich das auf jeden Fall nicht öffentlich lassen, weil die Musik irgendwie in Deutschland gesperrt war. Ja, das war sehr schön. Und deswegen durfte ich das ja damals noch alles nochmal neu aufnehmen. Und warum stehe ich hier eigentlich gerade vor? Ich habe keine Ahnung. Ich soll einfach mal diesen Knopf hier drücken. Oh ja, das wäre meine Idee. So fährt jetzt dieses lustige Sprungbrett runter. Und wir können hier hoch. Yay! So, dieser Koopa da unten, der ist nicht nur einfach so da unten. Nein, wir brauchen den mal gerade. So, Kumpel, komm mal her. Wir brauchen mal gerade einen Panzer. So, ich will den Panzer jetzt nicht irgendwie gegen mich werfen. So, danke. Und springen wir wieder hoch. So, jetzt fragt euch sicherlich, warum wollen wir den Panzer haben? Ganz einfach, Leute. Mit dem Panzer... Yoshi, du sitzt gerade ein bisschen blöde. Ich habe nicht Angst, dass ich den Panzer aus Versehen kaputt mache. Und das ist jetzt ziemlich unvorteilhaft. Also, komm mal her. Und jetzt knallen wir mal den Panzer dagegen. Und jetzt müssen wir nochmal den Panzer nochmal neu einsammeln. Alles klar. Und noch einmal. Sehr schön. Und ich habe mich ja gerade schon irgendwie halb treffen sehen, ne, von diesem Panzer. So, legen wir den einfach mal dahin. Cooper kommt bestimmt gleich wieder und er freut sich sicherlich auch, dass er seinen Panzer wieder hat. Ich wette, der hat sich einfach nur gerade ins Gebüsch versteckt, jetzt wo er keinen Panzer mehr hat. So, einfach mal in die Röhre rein. Meine Nase juckt gerade, das ist ja super. Ach, das war nur ein Haar, das er dran gekratzt hat. In meiner Nase, ja, ich habe Haare in... Meine Haare hängen in meiner Nase rein, so lange sind meine Haare. Ich weiß, sind zu lang. Geh mal zum Friseur. So, hier haben wir auf jeden Fall die erste Yoshi-Münze gehabt. Und, nein, ich gehe nicht zum Friseur. Alles klar. Und damit haben wir auch schon, den ersten Teil des Spiels, nicht des Spiels, des Levels. In den ersten Teil des Levels sind wir hinter uns. So, hier kommen wir nicht wirklich weiter. Allerdings, da oben, seht ihr den? Da oben ist ein gelber Goomba. Und dieser gelbe Goomba,
der kann uns gleich helfen, hier diese lustige Plattform oder was auch immer beiseite zu bringen. Dazu müssen wir allerdings erstmal an ihn rankommen. Pass mal auf, Leute. Wir müssen erstmal hier diesen Schalter drücken. Zack. Jetzt bewegt sich dieses Holzteil da und schiebt diesen Glasklotz hier runter. Ja, das ist Mother Brains Glasklotz. Das Problem ist, da können wir eigentlich nicht wirklich was machen. Seht ihr? Da passiert nicht wirklich was. Und jetzt haben wir noch das Problem dazu bekommen, dass dieser Glasklotz auch noch hier den Weg uns blockiert. Irgendwie blöd gelaufen. Aber passt mal auf, Leute. Hüpfen mal gerade von Yoshi runter. Nehmen uns diese Kreissäge. Oh ja, Mario kann jetzt auch einmal Kreissägen tragen. Und platzieren die hier runter. Und die machen den Goomba kaputt und bam. Oh yeah. Dann hätten wir den ersten Teil, so wie gesagt, auch geschafft. Sehr schön. Und nun kommen wir in die Höhle rein. Oh yeah. Hier hatte ich, glaube ich, auch vorher eine andere Musik drin gehabt. Ich weiß nicht mehr, welche das war. Okay, jetzt können wir hier entscheiden, ob wir oben oder unten lang gehen wollen. Ich glaube, ich will oben lang gehen, weil ich habe Angst, dass ich zu hoch springe und auf einmal mit dem Kopf in der Lava lande. Ja, das wäre nämlich ziemlich uncool. Und jetzt jumpen wir rüber. Alles klar, sehr schön. So, und der wichtigste Koopa jetzt ist dieser blaue Koopa. Ich weiß, wir könnten jetzt Yoshi mitnehmen. Können wir aber auch sein lassen. Ich will es euch mal zeigen, wie man das Level normalerweise macht. Tschüss, Yoshi, wir holen dich später ab. Dem geht's gut, Leute. Ich versichere euch das. Dem geht's gut, den sehen wir nachher nochmal wieder. So, jetzt gehen wir einfach mal hier lang. Und da haben wir auch wieder so ein lustiges Metroid-Teil. Ich habe keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Aber das lustige Metroid-Teil hilft uns hier rüber. So, sehr schön. Da haben wir eine Plattform aus der Lava rauskommen sehen. Und wir klettern jetzt ganz schnell hier hoch. Und weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch. Und weiter hoch, weiter. Okay, und jumpen wir hier rüber. Und okay, das war ziemlich knapp, aber auch cool. So. Alles klar. Du kommst da mit. Und nur zur Info, man kann das Ganze auch hier ohne Blatt schaffen. So, hier haben wir schon die zweite Yoshi-Münze. Sehr nice. Und ja, wie gesagt, das kriegt man auch ganz einfach so hin. Das sollte eigentlich kein Problem sein, hier auch ohne Blatt durchzulaufen. Okay, das war fast schon ein bisschen zu knapp. Genauso wie das hier, aber zum Glück haben wir unser Blatt und damit geht das alles ja viel leichter. Aber ist auch so möglich. Oh ja, Leute, ich versichere euch das. So, zack und zack und zack und dann haben wir auch diesen Abschnitt wieder geschafft. Sehr schön. Ich vermute mal, dass das Level ja auf meinem alten Rechner so stark gelaggt hat, weil diese lustigen Felsen hier sich so langsam und schneller während wie bewegen und wieder rum, ne? Das ist halt so ein dass diese Bewegung der Felsen so richtig smooth ist. Oh yeah, smooth. So. Ich denke mal, dass diese ganzen Einstellungen hier, dass das Level deswegen halt so geleckt hat. Und nun gut, ich auf meinem neuen Rechner ist halt so, dass es scheinbar problemlos hier läuft. Ja, sehr nice. So, haben wir ja runter gleiten lassen und noch einmal warten, bis die Rangen von oben runter kommen. Ja, das ist ein bisschen blöd hier bei diesem Level, dass man hier ein bisschen warten muss, aber hey. Das ist doch kein allzu großes Problem. Das tut dem Ganzen ja keinen Abbruch. Okay, warten wir hier kurz mal. Und warten, bis diese Felsen da geruntet sind. Ja, geruntet ist ein neues deutsches Wort. Neologismus erlaubt uns das. Ja. So. Dritte Yoshi-Münze eingesammelt. Und da haben wir einen Schuh. Yeah. Das ist ja so viel persönlicher als Yoshi. Ich will Yoshi wieder haben. Na gut, mit dem blauen Koopa hätten wir auch Yoshi mitnehmen können. Aber ich wollte, wie gesagt, zeigen, wie man das normalerweise ohne Yoshi macht, das Level. Ja, genau. So. Alles klar. Und dann fliegen wir mal hier rüber. Und was haben wir hier drin? Hier haben wir noch ein paar Münzen drin. Ja, her damit. Münzen, die wir so dringend brauchen. Alles klar. So. Und nochmal hier drüber gesprungen. Und nochmal hier und jump mal hier rüber.
Diese Musik ist so... Ja, was wollte ich gerade sagen? Diese Musik verleitet halt so sehr zum Singen mit, ne? Mitsingen, ja. Ja, genau. So, hier haben wir lustige Wolken und diese lustigen Wolken, die können sich sogar bewegen. Pass mal auf, Leute. Hier oben haben wir ja diesen lustigen On-Off-Schalter. Wenn wir den drücken, bewegen sich die Wolken. It's magic! Naja, nicht ganz. Das war so einprogrammiert. Nein, es war Magic, genau, das klingt besser. Es ist Magic. So, das Blöde ist natürlich, ich glaube, hier sollte ich vielleicht noch irgendwie so einstellen, dass die Wolken irgendwie zurückgehen oder so. Falls es so blöd ist, hier runter springt auf einmal, dann hätte man sich das Ganze nicht verbaut und man kommt nicht mehr weiter. Und das soll ja nicht so sein. Also, ich denke mal, dass ich da nochmal ein bisschen dran rumschrauben werde. So, den Schuh, den lassen wir einfach mal hier stehen. Und diese Riesen-Cooper-Shell, die kicken wir einfach mal weg. Und die hier auch nochmal. So, zack. Yay. Oh, da kriegen wir ganz viele Münzen. Yay. Und eine Ranke. Sehr nice. So, auch hier käme man mit Yoshi hoch, dann dieses blauen Coopers da oben. So, einmal kurz hier die Feuerblume. Her damit. Alles klar. Also mal alle blöden Piranha-Pflanzen oder feuerspeiende Pflanzen abschießen. Okay. Und jetzt du. Du bekommst auch noch hier deine Feuerschote. So. Geh weg. Dankeschön. So, ich hab dir gerade Haare in der Fresse kleben. Uncool. So. Dann nochmal die Feder. Das Blatt. Es ist keine Feder, es ist ein Blatt, aber es erinnert mich einfach so sehr an die Feder aus Super Mario World, nicht Super Mario Bros. Super Mario World hatte die Feder. Oh mein Gott. Ich bin ein richtiger Mario-Kenner. So, warum springe ich wieder aus dem roten, coolen Schuh raus? Ganz einfach. Seht ihr gleich. So, jump mal hier rüber. Yeah. Und einmal hier. Und Yoshi! Wir haben unseren Dino-Freund wieder. Yay! So, zack. Und einmal bitte beiseite gehen. So, und her mit dem P-Switch. Das ist jetzt wieder so ein P-Switch-Run. Aber das ist einer, der mir persönlich sehr gefällt. So, weil ich nämlich auch selbst erstellt habe natürlich. Deswegen gefällt er mir so. ja. So, und alles klar. Hier in dem Ei haben wir nichts drin, das explodiert einfach so, das war einfach so und riesen Explosionen. Wow, so. Okay, und einmal an die nächste Yoshi Coin. Sehr nice. Eigentlich wollte ich jetzt die Pflanze da treffen. Na, das ist jetzt ein bisschen blöd. Die schießt jetzt unentwegt. Okay, nein, du blöde Pflanze, du hast Yoshi umgebracht. Aber egal, hier haben wir Yoshi wieder drinnen. Sehr nice. Es war eigentlich so nicht wirklich geplant, aber es war trotzdem irgendwie sehr cool. Ich meine, hey, das war alles so geplant. Ich bin so awesome. So, weg mit dir. Zack, zack, zack und zack. Da sind wir wieder auf. Zack. Also, hier haben wir einen blauen Cooper. Ein Ninji, der uns ja hochhilft. Sehr schön. Und ich lasse den Kurpanzer jetzt extra da, weil den brauchen wir nicht mehr. So. Dann springen wir einfach hier hoch. Moment. Zack. Aber Leute, es könnte ja auch sein, dass man hier als kleiner Mario hinkommt, wenn man nicht weiterkäme. Dagegen habe ich auch noch was Lustiges im Petto, nämlich diesen lustigen Pilz, der alle Items verdoppelt. Oh yeah. Jetzt haben wir sogar zwei Federn. Sehr nice. Okay, und jetzt springen wir einfach hier lang. Hier unten ist übrigens sonst nichts mehr. Zack, seht ihr, da geht's nicht weiter. Das heißt, der einzige Weg, der übrig bleibt, ist der hier oben. Geht's ja ganz klar. So. Wir haben schon wieder 99 Leben, ne? Dann kommt jetzt ziemlich gleich ein Leben. Aber hey, das ist Super Mario Bros. X. Oh yeah. Und nochmal hier hoch. Sehr nice. Hey, Pokey. Hey, ihr komischen Vögel, deren Namen ich immer noch nicht kenne. Und Sprung weiter, die runterfallen. Früher war das irgendwie so gewesen, dass man die Sprungbretter im Flug noch erwischen muss, um noch weiterzukommen. Das Problem war einfach,
man hat sie häufig nicht erreicht. Und so ist man einfach so in die Tiefe gefallen. Also diese lustige kleine Insel hier, die gab es vorher nicht in diesem Level. Die habe ich dann später einfach zugefügt. So Leute, und das Level ist hiermit auch offiziell beendet. Oh yeah. Damit hätten wir es dann auch endlich geschafft, Freunde. Und ja, ich denke mal, ab nächster Woche wird es auch regulär wieder weitergehen. Vor allem mit diesem nächsten super ultra coolen Level. Das Level heißt Am Vulkan und ich würde mal sagen, an diesem Vulkan werden wir uns dann in der nächsten Folge uns ein bisschen aufwärmen. Oh ja. Ich finde, das klingt nach einem super Plan. Und ich hoffe, ihr hattet auch für diese Folge wieder Spaß gehabt. Ich auf jeden Fall, wie immer. Und würde dann mal sagen, ciao Leute, das war's mal für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Martin. Tschüssi, gesagt, Kinders. Bis dahin.